Hallo, ich bin Bernfried Hübschmann. Gerne möchte ich heute mit Ihnen einige Gedanken und Überlegungen teilen angesichts der schwierigen aktuellen Lage, die uns vor Herausforderungen stellt, auf die wir nicht wirklich vorbereitet sind. Heute am 25. März 2020 hat das Demoskopie-Institut in Allensbach den sogenannten Zuversichtsindex veröffentlicht und der ist heute mit 24 von 100 möglichen Punkten so niedrig wie seit 1950 nicht mehr. Damals war die Koreakrise. Vielleicht können meine Überlegungen ein wenig hilfreich sein. Das Coronavirus, so scheint mir, hat unsere Gedanken und unser Fühlen und unser Handeln fest im Griff. Das bedeutet auch, wir haben unser Leben offenbar nicht im Griff. Das beunruhigt uns natürlich. Nur die Sorgen und Ängste liefern uns keine Lösungen, sondern nur Hinweise darauf, was uns bisher in unserem Leben als bedrohlich vorkam. Das haben wir abgespeichert. Das kann aber für die aktuelle Situation gar nicht passen. Als Coach nenne ich so etwas erlernte Hilflosigkeit. Wollen wir überhaupt unser Leben im Griff haben? Ist nicht vielleicht mancher Verzicht, der uns im Moment abgefordert wird, gar kein Verlust? Was macht eigentlich die aktuelle Krisensituation mit uns? Was wollen, was können, was müssen wir tun oder auch nicht mehr tun? Hat dieses eigenartige kommunikative Intervallfasten nicht vielleicht auch befreiende Aspekte? Welche innere Haltung ist hilfreich? Kreativ, konstruktiv und welche Informationen und Gedanken ziehen uns gewissermaßen nach unten und machen uns eher unklar und weniger gut handlungsfähig. Zunächst fällt mir auf, dass die Bedrohung gewissermaßen aus zwei verschiedenen Richtungen kommt. Erstens, als theoretisches Risiko im Sinne einer statistischen Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Und zweitens im Sinne einer ganz praktischen und realen Gefahr, nämlich in Gestalt eines stacheligen Kugelfischs, den die Fachleute Covid-19 nennen. Die Schwierigkeit besteht also darin, dass beides, das Risiko und die Gefahr, völlig abstrakt sind, jedenfalls solange wir gesund sind. Das Risiko kommt uns entgegen als Zahlenwerk, als Statistik aus dem Kanzleramt in Berlin, aus dem Robert-Koch-Institut oder aus den Social Media. Kompliziert, unübersichtlich und für uns als Laien eher verwirrend. Und die Gefahr, also das Virus selbst, ist zwar sehr konkret, aber unsichtbar. Wir sehen das Virus nicht, es ist eine Art mikrobiologisches Phantom. Wir haben nur eine Vorstellung von diesem Virus anhand der Fotos, die wir in den Zeitungen oder auch im Internet vorfinden. Es ist ein bisschen wie Schattenboxen. Und umso wichtiger ist es, welche Bilder wir selbst im Kopf haben oder im Kopf entwickeln, der Gott sei Dank immer noch unser eigener ist. Wir sollten also einerseits der Gefahr ins Auge sehen und gleichzeitig den Alltag so organisieren und strukturieren, dass er uns Stabilität und Sicherheit gibt. Es ist völlig selbstverständlich, sich an die behördlichen Anweisungen und Hygienevorschriften zu halten. Interessant finde ich dabei die Distanz, die wir tatsächlich real haben zu den anderen Menschen, führt dazu, dass wir innerlich viel genauer als bisher spüren, wem wir tatsächlich nahe sind, wer uns tatsächlich wichtig und vielleicht ans Herz gewachsen ist. Wir können nicht verhindern, dass die Krähen über unserem Haupt fliegen. Aber wir können verhindern, dass sie in unseren Haaren nisten. So ein altes Sprichwort, das einerseits manchmal dem arabischen oder dem afrikanischen Sprachraum zugeordnet wird. Mir geht es darum, heute vor allem auf die psychische und mentale Situation zu gucken, auf unser persönliches, psychologisches Immunsystem. Mir geht es darum, die Ich-Kraft des Einzelnen zu stärken,
ihnen Mut zuzusprechen, die Identität zu stärken, das Selbstverständnis, besonders auch die spirituell-religiöse Ausrichtung, die unserem Tun im Alltag erst den Rahmen setzt und Sinn verleiht. Und ich persönlich neige nicht dazu, fragwürdigen Verschwörungstheorien nachzulaufen oder einzustimmen, die zahlreich im Netz zu finden sind und die sich ihrerseits vermehren wie ein eigenartiger Virus. Die entscheidende Frage für mich ist, was ist das eigentlich für ein Ereignis, mit dem wir es aktuell zu tun haben? Ich glaube nicht, auch für mich selbst, ich habe es immer noch nicht wirklich verstanden, aber ich versuche das Stück für Stück und Tag für Tag. Was ist das eigentlich für ein Zeichen, das da gesetzt ist? Welche höhere Aufgabe ist für uns Menschen mit dieser Situation eigentlich gestellt? Welchen Fanfarenstoß dürfen wir auf keinen Fall überhören? Für mich bedeutet das vor allem zweierlei. Erstens, wir dürfen und können die Erde nicht länger, die uns nährt und trägt, nicht länger so misshandeln und ausbeuten wie bisher. Das wird nicht mehr möglich sein. Die Erde, Sie spüren es ja vielleicht selbst oder sehen es in den Medien, atmet buchstäblich durch, wenn sie nicht jeden Tag traktiert wird von uns. Wir sehen plötzlich im Hafen von Venedig wieder Schwärme von Fischen. Sogar Delfine sind dort gesichtet worden. Und in Peking, die Menschen sehen seit Jahren zum ersten Mal wieder einen blauen Himmel. Was ist also wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Welche auch göttlichen Gesetze haben wir missachtet? Wogegen haben wir verstoßen? Und der Stillstand, weitgehende Stillstand des Soziallebens, wirft uns natürlich auf uns selbst zurück. Für mich heißt das vor allem, über neue Formen von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft nachzudenken. Da kann im Einzelfall natürlich das Internet auch hilfreich sein. Die Aufgabe, die ich mir stelle als Vater, als Coach, als Schriftsteller, als soziales Wesen, als Kollege, ist vor allem die, dazu beizutragen, dass wir ein vielleicht erneuertes oder neues Wir zustande bekommen. Dass wir dieses komische Wort Virus vielleicht anders schreiben lernen. So würde man es normalerweise schreiben. Und ich mache jetzt mal Folgendes und streiche das V durch. Und setze ein W darüber. Also, um Ihnen zu signalisieren, das ist möglicherweise die Transformation dieses Begriffes, die hier im Moment ansteht und für uns eine Aufgabe ist, aus dem Virus mit diesem kleinen, durchaus ernsthaften Wortspiel zu dem W hin eine Spur zu legen zu einem neuen Wir. Und das ist auch der Appell oder der Aufruf, den ich in diesen kleinen Beitrag hineinflechten möchte, an diesem Wir zu arbeiten. Darum geht es. Es geht um neue Verantwortungsgemeinschaften, so möchte ich das nennen. Es geht um die Qualität unserer sozialen Beziehungen, gerade jetzt in den Zeiten der Krise. Das ist für mich die tiefere Botschaft dieses Virus. Transformieren wir also dieses V zu einem symbolischen W. Dann entsteht dieses Wort. Und das, was dann übrig bleibt, die beiden Buchstaben, die können Sie, wenn Sie es auf Englisch lesen oder hören, auch als us hören. Und das heißt im Englischen zurückübersetzt auch nichts anderes als wir. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das wird vermutlich mit dieser Krise auch so sein. Und eines ist auch klar. Wenn diese Krise vorbei sein wird, wird nichts mehr so sein wie jetzt. Wir werden manches verabschieden müssen, manches wird anders sein und vielleicht sogar vieles besser. Das ist meine Hoffnung. Der Dichter Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag wir vor wenigen Tagen feiern konnten, sagt in seinem Gedicht Patmos: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das wünsche ich uns allen. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns. Ihr Bernfried Hübschmann.